Hallo mein Lieber, willkommen zurück. Mein Name ist Jan und das wird mal ein spontanes Video. Die Idee dazu hatte ich bei einem Besuch im Zoo und da war ich im Affenhaus und manchmal kann ich den Unterschied nicht genau erkennen von den 2%, die uns ja gentechnisch vom Affen unterscheiden, aber egal, das ist eine andere Story. Und zwar wurde da auf so einem großen Banner, so der Tagesablauf, uhrzeittechnisch und ernährungstechnisch der Affen einfach so ein bisschen illustriert. Habe ich entdeckt, habe ich abgefilmt und werde das einfach mal kommentieren. So mit dem Blick da drauf, naja, was verfüttern wir eigentlich den Tieren, denen wir so halten? Ob wir die jetzt im Zoo einsperren oder bei uns zu Hause, mal egal. Ne, welche Pflege kommt den Tieren da auf der Ebene Ernährung zugute, die du dir vielleicht selber nicht zugute führst? Ne? Wir gehen einfach mal durch. Lassen das mal hier durchlaufen. Ich versuche mal zu kommentieren. Also der Tagesablauf, 8 Uhr. Ne? Irgendwie stehen die Tiere dann auf und da gibt es irgendwie mal was zu trinken. Vitaminchen, Tee, ne? Und so weiter. Soweit, so gut. Dann 8:30 Uhr Frühstück. Ja? Obst und Gemüse. Also nix. Schokocroissant, Nutella-Brötchen, schwere Zuckermüsli, Schokopops, Cornflakes, also was wir uns dann da regelmäßig so einverleiben und auch vielleicht unseren Kindern, denkt mal drüber nach. Da tun wir hier den Affen schon mal nicht an. Ne? Frühstück ohne, mit echten quasi Nahrungsmitteln, also die kein Etikett brauchen. Ich sage ja immer, ne? Echte Nahrung braucht kein Etikett. Ja? So, ne? Ein Rinderfilet, Brokkoli, eine Kartoffel, keine Ahnung. Das hat kein Etikett. Das heißt, da kann der Körper was mit anfangen. Das ist kein Fake Food. Das ist kein designtes Produkt. Der Körper versteht's, ja, was da reinkommt. Okay. So, nächstes Thema wäre dann um 10 Uhr. Zweite kleine Frühstück kennst du vielleicht auch. Ja? Nochmal ein bisschen Aktivität, also die Anlage kommt raus. Ne? Vielleicht wäre dann ein guter Waldspaziergang, um einfach mal so ein bisschen zu entstressen und so weiter. Gibt wieder ein bisschen Obst und Gemüse, gleiche Thema. Nicht hier der Schokoriegel, dessen Name nicht genannt werden darf, den es traditionell, so haben wir es gelernt in der Werbung, morgens 9:30 Uhr in Deutschland kredenzt wird. Haben die Situation haben wir hier nicht, ne? Also wieder Obst und Gemüse. So, dann geht's weiter. Mittag, ne? Mittag, wieder klein geschnittenes Obst, paar Körner und ein bisschen Tee. Guck mal, die Affen kriegen Tee. Ne? Was trinkst du mittags? Was isst du mittags? Ne? Würde mich auch mal interessieren, kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich übrigens auch über ein Like und ein Abo. Ne? Reise geht weiter und dann kriegen die Tierpfleger auch was zu essen. So. Was gibt es denn da? Lass mal drauf gucken. Es gibt Pommes mit Ketchup. Ich vermute mal, es ist kein Quellwasser in dem Becher mit dem Strohhalm. Dann gibt es Burger und dann hat der nette Herr mit dem Schnürres, der hat dann auch noch eine Bratwurst im lecker Weißmehlbrötchen dann auch noch. Genau, ne? Also, die Tiere, die uns ja Affen zu 98% genetisch gleich sind, haben die Nahrung gekriegt, wie du sie bisher gesehen hast. Wie sie für euch vielleicht für uns auch eher Teil der Lösung wären. Und dann wird mittags gezeigt, okay, guck mal, so ernährt sich der Mensch. Da kriegst du es sogar da und die Kinder können sehen, kriegst du es sogar noch hingebappt. Ne? Großartig. Ne? Also Katastrophe. So, weiter geht die Reise dann für die Tiere. So, wo sind wir jetzt hier? Genau. Ich sag mal so, da gibt es den Affensalat. Ja, du hast irgendwie, ja, ist halt irgendwie Grünzeug, also das, was halt wirklich wächst, alles wieder ohne Etikett. Ne, würde uns jetzt wahrscheinlich nicht so zugute kommen, weil die sind halt einfach das Blattgefresse gewöhnt, wir nicht so. Wir könnten aber das Ganze auch einfach Salat nennen mit dem Grünzeug, was für uns gut wäre. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel, ne, also auch wieder artgerechte Ernährung. Ne? Wir verstehen auf der einen Seite, was brauchen die Affen? Wir verstehen, was braucht der Hund? Ne? Und an der, guck mal, geh doch mal in einen Supermarkt, scheißegal welchen, ja, du reingehst und guck dir mal an, wie viele Produkte da ist einfach, die es da einfach gibt, die absolut dem Fake Food zuzuordnen sind, die voll sind mit Zucker, mit schlechten Fetten, verarbeitet bis dort hinaus, 5 Jahre haltbar gemacht, ne? Billigst hergestellt, buntigst verpackt, ja, damit du die kaufst und dich damit vollstopfst. Ja? So. Und dann gehst du mal in ein Tiergeschäft mit Tierfutter, gehst du mal in den Fressnapf. Da gibt es nur, keine Ahnung, für den Hasen 3 Körner in Bio- und Demeter-Qualität von Jungfrauen im Mondlicht geerntet, linksrum gerührt, für deinen Hasen, deinen Hund, deine Katze. Ne? Und da kommt nichts anderes rein.
Ne? Aber in dich knallst du den ganzen Tag die ganze Scheiße rein. Ja, so, da müssen wir auch mal so sehen. Ja, so, jetzt geht die Reise hier weiter. 16 Uhr, ne, wieder ein bisschen Obst, Gemüse, wieder Obst, Gemüse, alles ohne Etikett, alles echte Nahrung. So, zusätzlich gibt es dann einfach gekochte Eier. Ich habe schon mal gesagt, ne, in meinem einsamen Insel-Video, ne, Ei, das Hühnerei ist das genialste Lebensmittel, was du dir vorstellen kannst, wenn so einfach Lieferung von guten Fetten und Proteinen halt einfach geht, hat die komplette Aminosäurenbilanz, die essentielle, die du brauchst, ja. Bisschen Kartoffel, bisschen Reis. So, dann geht die Reise weiter. Feierabend, ne? 17, 18 Uhr. Ist dann irgendwann auch genug gefüttert, ne? Kommt noch ein paar Körner rein und dann ist halt Sense, ne? Und dann haben die dann 12, 14 Stunden Zeit, in Ruhe die echten Nahrungsmittel zu verdauen, die kein Etikett hatten, die der Körper kennt, die nicht für eine Hormonstörung langfristig sorgen. Ich sag's dir immer wieder, du hast kein kalorisches oder ein Überernährungs- oder ein Disziplin- oder ein Faulheitsproblem, sondern du hast durch das ganze Fake-Food über die Zeit deine Hormongemengelage, die dafür in der Gewichtsregulierung verantwortlich sind, die hast du gegen die Wand gefahren, die funktioniert nicht mehr und deshalb bist du in einem Dauerspeichermodus drin. Da holen wir dich im Coaching wieder raus. Ja? Wenn du dich so ernähren würdest, ja, wie ein Affe, ja, dann hättest du auf jeden Fall keine Probleme. Macht das so Spaß? Die ganze Zeit natürlich nicht. Man kann da viele Sachen machen. Aber es wäre schon mal auf jeden Fall definitiv besser als das, was du jetzt tust. So sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, das gibt es da im Prinzip so zu sagen. Es war der Kölner Zoo, ich war hier, das sind meine Mädels, das ist die Gaia, das ist die Luna und die waren mit dabei und waren einfach Zeuge und haben sich gefragt, was macht der Papa da? Ne, genau. Also, ne, zu dem Video ist im Prinzip jetzt eigentlich genug gesagt. Was will ich dir mitgeben? Ich will dir mitgeben, versuch doch mal, dich bitte genauso gut zu behandeln, wie du vielleicht deine Haustiere behandelst. Und vielleicht fütterst du deine Haustiere sogar besser als deine Kinder, mal abgesehen von dir selbst. Überprüf das wirklich mal. Sei ehrlich zu dir selbst, guck in den Spiegel. Anderes Beispiel. Thema Auto bei uns Deutschen. Ne? Viele tun es nicht, einige tun es. Ne? Du guckst doch auch, dass du da den artgerechte Treibstoff in den Motor kippst, damit der nicht kaputt geht. Du schüttest da ja auch nicht irgendwas rein, sondern nimmst das Super oder Super Plus, wenn das der Motor ist, oder eben der Diesel, wenn der Dieselmotor ist. Gibst da auch nichts anderes rein. In dich kippst du permanent Dinge rein, die nicht artgerecht sind. Und der Körper macht das lange mit. Und irgendwann nicht mehr. Erst wirst du dick, dann wirst du krank, manches läuft parallel. Du weißt, wovon ich rede. Ist beim Thema Auto der Fall. Ja? Thema Haustiere haben wir drüber gesprochen. Da gibt es noch viele andere Beispiele, ja, wo du die Dinge um dich herum sehr, sehr gut vielleicht behandelst oder mit einer gewissen Reflexion halt einfach behandelst, wo du halt einfach sagst, hey, I care about. Ja, so, fang an, das bei dir selbst zu machen. Fang an, dich damit auseinanderzusetzen, was du in dich reinkippst. Du hast nur ein Leben, du hast nur einen Körper, mach ihn bitte nicht kaputt. Ja, Auto kannst du dir ein neues kaufen. Mal hart gesprochen, du kannst auch ein Haustier beerdigen, neues Haustier besorgen. Aber dein Körper, den hast du nur einmal. Schreib dir auf, was du dir tagtäglich reinpfeifst und streich mal die Dinge weg, die A, Fake Food sind und B, wo du genau weißt, die sind nicht Teil der Lösung, mit Sicherheit nicht artgerecht für dich als männlichen Homo sapiens. Und wenn du die mal ersetzt durch Dinge, die kein Etikett haben, ich weiß, purer Alkohol hat auch kein Etikett. Das ist nicht gemeint. Weißt du auch, ja? Das heißt, streich die mal weg, mach's ein paar Wochen und dir wird es drastisch besser gehen. Verspreche ich dir. Folgendes kann passieren. Die ganzen Dinge, die du zu dir nimmst, ja, die nimmst du dir nicht nur zu dir, weil du ausschließlich Hunger hast, ja, sondern die dienen auf ganz vielen Ebenen. Das, was wir essen, dient uns und ist verwoben mit ganz vielen Ebenen unseres Seins, unseres So-Seins und unserer emotionalen Stabilität. Das bedeutet, wenn du das tust, was ich eben gesagt habe, könnte es vielleicht sein, dass du ein bisschen in emotionale Schieflage und Vibration gerätst. Das hängt damit zusammen, dass du vielleicht ein Problem hast, was ein bisschen tiefer geht. So wie wir Männer das alle haben. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du es nicht mehr alleine machen solltest. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du dich gerne bei mir meldest. Hier unten gibt es einen Link zum kostenlosen Erstgespräch und auch ein Video. Nochmal, was passiert im kostenlosen Erstgespräch? Und dann sprechen wir von Mann zu Mann,
darüber, was deine persönliche Situation ist, was deine Hebel sind, was die Werkzeuge sind, die du brauchst, ja, um aus der Nummer langfristig wieder rauszukommen, dein Hormonhaushalt wieder zu regulieren, damit dein Körper wieder in der Lage ist, sein Gewicht zu regulieren und auch verschiedene Zipperlein wieder loszuwerden. Danke fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt. Gerne abonnieren, gerne liken und ich freue mich dann darauf, dich kennenzulernen. Bis bald, dein Jan.